zum Videopodcast der Saale Bulls. Wir sind im Sommer für euch unterwegs in unregelmäßigen Abständen. Und heute sind wir am und im Eisdom. Es steht der Schusstest an für die neue LED-Bande. Wir gehen rein, gucken uns eine wirklich super Scheibe an und treffen Erik Wunderlich. Der macht den ersten Test an der neuen LED-Bande. Bis gleich. Du brauchst den aber woanders drauf. Also, wisst ihr, wie du ihn anfassen musst, oder? Schläger. Nein, ich bin der Hallensprecher. Ich bin Linkshänder. So. Und so hält's. Ich bin aber Linkshänder. Ja, aber das ist egal. Früher hattest du solche, die normalen Pups als Lochgummi. Hast du noch drin gehabt? Jan von Rofupa ist bei mir, die Firma, die das Glas gebaut hat. Jan, willkommen im Eisdom. Es ist warm. Hallo. Es ist trotz Corona-Zeiten eigentlich, wird vorbereitet alles für die neue Saison. Und ihr habt was Spezielles vorbereitet für die LED-Bande. Es gibt nämlich spezielles Glas. Es ist Verbundsicherheitsglas, VSG. Und bitte nochmal für mich, für alle am Videopodcast, die Spezifikation. Das war sehr technisch. Okay, wir haben dort in dem Bereich ein spezielleres Glas genommen. Also laut Vorschrift müssen die Banden immer mit 8 mm ESG-Glas ausgestattet werden. Letztendlich haben wir also, hier ESG heißt Einscheibensicherheitsglas. Okay. Genau, wir haben jetzt hier zwei so eine Scheiben verbaut, sind nachher auf, ich glaube, 18 mm als laminiertes VSG-Glas. Also es wird nochmal beidseitig oder in der Mitte verklebt mit zwei Folien. Und das ist dann nochmal teilvorgespanntes Glas. Ich glaube, 180 Kilo. Unsere Leute haben echt geschwitzt. Aber es hält. Das ist das Doppelte von mir. Das müsste gehen. Es hält. Müsste halten. Aber ich muss auch dazu sagen, nicht nur wir alleine. Nico Klotz, Metallbau Nico Klotz, hat natürlich hier einen immensen Anteil. Hat den kompletten Stahlbau gemacht. Dann haben wir, das können wir uns ja nachher nochmal schön angucken, die neue Lounge. Ja, dahinter, genau. Sehr schöne Sache. Das ist eigentlich mal aus einer Laune heraus entstanden. Und ich finde, sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, es hält, das waren so unsere größten Sorgen, weil sowas gibt es halt noch nicht. Mit Werbung. Ganz wichtig, es gibt es noch nicht. Es ist wirklich fast ein Prototyp und der eingebaut hier im Eisdom in Halle an der Saale. Ja. Wir haben jetzt einen Schusstest gehabt von Erik, der hinter uns noch ein bisschen probiert. Das kann man als Training, kann man rein. 144 km/h hat die Scheibe ausgehalten. Was wollen wir mehr? Die anderen werden nicht schneller schießen. Von daher, ja, vielen Dank, Jan von Rofupa, fürs Bauen der Schutzverglasung vor die LED-Bande. Okay. René ist bei mir und Erik ist bei mir. Und René, du hast gemessen? Ja, wir messen die Schussgeschwindigkeit. Das machen wir ja schon immer bei den Tests im Handball, Fußball oder Eishockey. Und der Erik ist ja immer der Weltmeister hier, wenn es um die Schussgeschwindigkeit geht. Ich glaube, der Rekord steht bei 152 km/h. Heute waren es 45 km/h. 3 km Unterschied, aber Ordnung muss sein. Und die Bande hat gehalten. Bande hat gehalten, haben wir gesehen, haben wir auch gut gehört. Erik, 145 km/h, warst du jemals schneller oder ist das jetzt ein neuer Rekord? Doch. Auf dem Eis ist es 152, also im Sommer, ich bin überrascht, dass es doch so schnell ist. Cool. Also 145 in der Halle, Scheibe hält, kann losgehen. Schusstest. Im Sparkassen Eisdom fertig. Übrigens, ihr habt es gesehen, ohne Eis. Auf Gummischläuchen hat Erik Wunderlich 145 km/h geschafft. Ist nicht schlecht. Wir machen uns weiter, sehen uns im Videopodcast auf jeden Fall öfter jetzt, den ganzen Sommer und den ganzen Winter und so weiter und so weiter. Wir kümmern uns quasi darum, dass die Informationskette nicht abreißt. Und
Wir müssen sauber machen, denn irgendwann gibt es hier im Eisdom im Herbst das erste Spiel der Saale Bulls. Also, bis später.